So, und weiter geht's mit diesem Let's Play. Also, wir waren in der letzten Folge daran, das Dach mit einem Dach auszurüsten. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Ich meine, das natürlich das Penthouse mit dem Dach auszurüsten. So, allerdings haben wir, wie ich sehe, keine geeigneten Rohstoffe mehr dafür. Deshalb werden wir erstmal ein paar Steine abbauen müssen. Damit das auch irgendwie funktionieren kann. Jetzt müssen wir nur erstmal unsere Mine wiederfinden. Also die eine. Die eine oder keine. Ah, da ist sie ja. So, haben wir dabei? Haben wir dabei. So, dann würde ich mal sagen, ab geht's. Müssen uns jetzt erstmal auf Steine konzentrieren, weil wir die jetzt noch eigentlich am meisten brauchen werden. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir auch Kohle oder ähnliches finden würden. Aber ich bin da erstmal nicht zu optimistisch. So, hier ein Weg lang in die Tiefe und kaputt. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja noch Reserve da. Erstmal müssen wir einfach nur in die Tiefe. Allerdings durch die Tatsache, dass ich auf der anderen Seite auch noch einen Weg langgraben werde, werde ich hier etwas nach rechts einschwenken. Ich wette, ihr könnt gerade in dem Video genauso wenig sehen wie ich. Aus diesem Grund würde ich jetzt eine Fackel installieren, aber natürlich habe ich nicht die geeigneten Ressourcen dazu da. Also, mal eben locker flockig die Kohle genutzt. Und schon haben wir vier Fackeln zur Verfügung. So. Also denn, hauen wir hier eine Fackel hin. Und in der Hinsicht werde ich jetzt doch erstmal die Kohle favorisieren. Und dann erst später mich um die Steine kümmern. Das verstehe ich ja auch nicht. Also, wisst ihr, die Kohle ist, wie man hier auf allein schon in diesem Grafikpaket sieht, ist sie quasi in einem Block mit Steinen, mit jede Menge Steinen, aber trotz alledem kriegt man keine Steine dabei raus. Irgendwie unlogisch, oder? Ich finde schon. Also kohletechnisch muss ich echt sagen, ist diese Map nicht von schlechten Eltern. Und mit jeder Menge Kohle geht's einem natürlich richtig gut. Was willst du sonst noch haben, wenn du Kohle haben kannst? Gesundheit, Glück im Leben, ach, total überbewertet. Mit der richtigen Kohle, da kann man alles erreichen, ne? So sieht's aus. So, jetzt werde ich mal den anderen Gang zumindest anfangen, nicht dass wir dann da uns in die eine Seite total weit vorbuddeln und dann quasi nie wieder hier hinkommen. Also zu dieser Seite meine ich. Aber hier ist nicht das Material, was ich haben wollte. Einfach mal steil in diese Richtung. Richtung graben. Hier ist aber auch wieder zippen, zappen, duster. Deswegen werde ich hier mal ein Fackelchen aufstellen. So. Bringe Licht ins Dunkle, heißt es doch, oder nicht?
Und ein bisschen zum Erdkern hin. Vielleicht stoßen wir noch auf andere wichtige Rohstoffe. Und wie immer habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich sollte mich langsam mal daran gewöhnen, einen Timer zu benutzen. Dann habe ich auch nicht immer das Problem mit dieser übertriebenen Folgenlänge, sag ich mal. So, kein Werkzeug mehr. Aber wir haben jetzt auch erstmal anfangs genug Steine. Also wieder hoch in unsere Hütte. Ja, ja, ich sollte hier vielleicht doch irgendwie mal eine Treppe errichten. Und es wird Nacht und ich habe Hunger. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Zip, zip, zip und schon sind wir da. So, das ist ja jetzt natürlich sehr gut, aber ich glaube, so wie ich das geplant hatte, brauche ich noch nicht mal, zumindest noch nicht auf dem Dach rumtouren. Aber bald schon. Ihr werdet sehen, was ich damit meine. Auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt zumindest schon mal ein Eckchen, was trocken bleibt, wenn es anfängt zu regnen. Aber wäre natürlich optimaler, wenn es gar nicht mehr reinregnet. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller gewesen wäre, wenn wir erstmal die Wände hochgezogen hätten. Dann hätte man sich das Ganze auch noch aus der Vogelperspektive etwas besser angucken können. Aber naja, zu spät jetzt. Hoffen wir einfach, dass wir die Nacht überstehen, ohne vor Hunger zu sterben. Oder zumindest fast zu sterben. Nee, ne? Nee, ne? Im Ernst? Ey. Nur um dieses dumme Dach jetzt hier fertigzustellen, brauchen wir echt noch einen Stein? Mein Gott, ich glaub das nicht, ehrlich. Oh, das ist schon ein Creeper. Ganz toll, dann nehmen wir jetzt einfach hier einen raus. Aber ich habe natürlich mir noch keine Hacke gecraftet. Das mache ich. Ich habe keine Steine. Ach, dann mache ich mir jetzt eben eine aus Holz. Aus Holz, nicht aus Erde. Ein bisschen Matsch auf Stein rumhauen ist, glaube ich, nicht ganz so effektiv. Ich mache mal hier die Tür zu. Nicht, dass hier irgendwelches Gesindel reinkommt. Zeugen Jehovas oder so. An dieser Stelle nichts gegen die. Leben und leben lassen ist die Devise, meine Freunde. So. Okay, kein Creeper in Sicht. Der ist da hinten irgendwo. Kleine Kinder beklauen oder wegsprengen oder so. Wahrscheinlich. So, hätten wir zumindest das schon mal. Zack, zack, zack. Und das ist auch weg. So, aber ist ein bisschen dunkel hier, deswegen haue ich dort nochmal eine Fackel hin. Und hier haue ich auch nochmal eine Fackel hin. Ja. So, was haben wir denn noch so? Glas brauchen wir jetzt eigentlich, also eigentlich, ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich nur Stein und was zu essen. Aber ich habe ja gar nichts mehr. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt
hier ein paar Steine wegnehmen. So. Das reicht schon für meine Pläne. Dann werde ich geschwind wieder zu unserem Häuslein ereilen. Und habe ich noch? Sticks habe ich noch. Dann werde ich nicht aus Holz, sondern so mir ein Steinschwert craften. Erfolg erzielt. Zu den Waffen. So. Auf ins Gefecht, würde ich sagen. Wir suchen uns jetzt ein geeignetes Opfer, um irgendwie halbwegs, warte ich. Ich werde erst noch meine Sachen sichern. Ich kenne mich ja. So. So, also dies. Ja, nee, die nehmen wir mit. Aber dies und dies kommt auch weg. So. Die Holzspitzhacke hätte ich eigentlich auch mitnehmen können, aber ist ja egal jetzt. Hey, flieg! Sehr schön. Nehmen wir direkt mit. So. Dann ein bisschen weiter. Durch die tiefe Nacht. Da ist schon mal ein Hühnchen. Creepy Soundeffekte. Ja, super. Ganz großes Kino. Ja, fängt ja schon gut an, ey. Aber das ist mir jetzt doch zu heikel. Und da ist auch noch ein Creeper, mein Gott. Wenn dann alle. Erstmal schauen, dass wir hier halbwegs heile noch irgendwie hochkommen. Und eine Spinne auch noch. Genau. Fehlt noch ein Enderman. Zack. Bleib ja draußen. Du hast keine Einladung hier. Hä? Ach so. Ich dachte jetzt schon hier, das Gerippe steht hinter uns auch. Habe ich noch so was drin? Mach. Ich sterbe vor Hunger. Hunger. So. Und damit beende ich erstmal diese Folge und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!